Ich bin im Gespräch mit Christina von Aria. Aria hat eben beim Rheinland-Pitch den zweiten Platz belegt. Christina, was macht Aria? Aria ist eine App, die die Behandlung von Depressionen verbessert, indem wir die Verhaltens- und Emotionsmuster, die normalerweise auf Papierblättern eingetragen werden müssen von den Patienten, die können jetzt in eine App eingetragen werden. Und das Schöne ist halt, dass man das Smartphone ja sowieso immer dabei hat und dass man dadurch die Blätter nicht mehr mit sich rumtragen muss, was halt blöd ist, weil es einfach auch peinlich ist, die Sachen in der Öffentlichkeit auszufüllen. Ja. Das heißt, wenn man das mit einer App macht, dann ist man auch viel näher an der Situation, wahrscheinlich genau. Auch ein bisschen ehrlicher und man hat keine Scheu mehr und hat deswegen mehr Rückmeldung. Ja, ganz genau. Also es verbessert halt die Lebensqualität von Leuten, die in der Therapie sind, maßgeblich. Ich habe selber, leide ich unter einer Depression und muss da diese Blätter immer ausfüllen und habe mir immer gedacht, das wäre doch cool, wenn es sowas in einer App gibt. Und deswegen ist die Idee entstanden. Und die Daten, die ich eingebe, werden halt an meinen Therapeuten geschickt, der eine Benutzeroberfläche hat, wo er die Daten managen und analysieren kann. Also es gibt da verschiedene Funktionen, sodass er halt auf einen Blick sehen kann, welche Situationen für mich zum Beispiel kritisch sind oder welche Gedanken immer wieder aufkommen oder so. Okay, das heißt, durch die App wird die Behandlungsmöglichkeiten auch wesentlich gefördert. Ja, ganz genau. Wie weit seid ihr jetzt als Company? Steht die App? Ja. Also wir haben jetzt einen Prototyp für iOS, die funktioniert auch. Wir sind jetzt gerade, haben wir die Testphase gestartet, also den Beta-Test mit Patienten und Therapeuten. Und nächsten Monat im März werden wir mit InTherapy, das ist ein Online-Therapieanbieter aus Amsterdam, ein Pilotprojekt starten mit deren Patienten und Therapeuten. Sehr professionell, ja. Das heißt, ihr startet zuerst in den Niederlanden oder startet ihr gleichzeitig in Deutschland und Holland? Gleichzeitig in Deutschland und Holland. Okay, und das macht ihr im April, ja? Ja, okay. Also wir haben jetzt mit der Beta angefangen und dann ist im März die Pilotphase mit InTherapy, also ja genau, es wird jetzt so ab März, April. Ja, wird spannend, wir schauen mal, was dabei rauskommt. Sag doch nochmal, wofür steht Aria? Was heißt Aria das? Aria bedeutet wahrer Held. Oh. Und darum geht es so ein bisschen in dem Projekt, weil wir uns überlegt haben, was ist eigentlich ein wahrer Held? Muss ein wahrer Held immer stark sein und glücklich und erfolgreich? Und was ist überhaupt erfolgreich? Oder liegt wahre Stärke vielleicht auch darin, einfach mal zu sagen, dass man schwach ist? Und ja, da wollen wir halt ein bisschen hin, zu schauen, naja, vielleicht ist es ja so. Also ihr macht aus Schwäche Stärke. Genau. Danke, Christina, für das Gespräch. Bitte sehr.